Prinzipiell ist das Augenlasern, man kann nicht sagen, dass man das Augenlasern empfiehlt, sondern das ist eine eigene Entscheidung, die man mitbringen muss. Der Chirurg begleitet sie dabei, der untersucht sie, der erhebt die Werte, der operiert sie und sorgt, dass das Ergebnis optimal ist. Der Zeitpunkt, der optimale Zeitpunkt der Augenlaseroperation ist erst dann gegeben, wenn ihre Brillenwerte in der Ferne stabil sind. Ja, das heißt, man muss über eine gewisse Zeit, zumindest ein Jahr, stabile Brillenverschreibungen haben. Erst dann, das ist eigentlich ein, man kann sagen, ein Garant, dass sich die Sehstärke in der Zukunft nicht verändert. Es gibt Patienten, die mit 18 Jahren stabile Brillenwerte haben, und es gibt auch Patienten mit 28, die noch keine Stabilität haben. Das heißt, man muss diese Stabilität objektiv beurteilen und einfach vergleichen. Ob das jetzt mit alten Brillenwerten ist, wenn der Patient einen alten Brillenpass mitbringt oder alte Kontaktlinsenwerte, oder auch wenn er die alte Brille mitbringt, und diese Brille können wir dann ausmessen, und wenn wir wissen, wie alt diese Brille ist, vergleichen wir das mit der Untersuchung von der Vorbereitung für die Augenlaseroperation, und damit haben wir auch wiederum eine sehr objektive Messung. Und das ist die Grundlage für die Stabilität nach der Augenlaseroperation.